Vogel der Woche. Bonjour. Na ihr, Vogel der Woche. Mein Vogel der Woche ist einer, der auf meinem allerersten Vogelbuch zu sehen war. Und das habe ich mir mit 10 oder 11 Jahren gekauft. Und da vorne drauf so ein afrikanischer Kranich. Ein Kronenkranich. Kennt man so ein bisschen aus dem Zoo. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja und warum Vogel der Woche? Ich meine, kommt man ja jetzt nicht so ohne weiteres hin. Ha, ich bin da gerade, nämlich in Kinshasa. Kinshasa ist die 17 Millionen Menschen große Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Und das ist wiederum das Land, was die allermeisten Vogelarten auf dem afrikanischen Kontinent aufzuweisen hat. Allerdings sieht man davon in Kinshasa jetzt nicht so viel. Also ich gucke hier immer mal in den Himmel und dann fliegt auch mal ein Storch drüber oder so. Und ein paar verrückte Segler oder ein paar Schwalben oder sowas. Und auch in den Bäumen hüpft aber mal ein kleiner Singvogel rum. Aber diese Stadt ist so dermaßen laut und zugebaut und voller Menschen und wenig grün, wenn man jetzt mal vom Congo River absieht, der da durchfließt, sodass es hier also jetzt nicht so wahnsinnig viele Vögel gibt. Aber ich konnte heute jemanden überreden, mit mir die Stadt zu verlassen. Das hieß erstmal 2,5 Stunden total lärmende Fahrt über Stau und Traffic und Straßenlöcher und an Unfällen vorbei und so weiter und so weiter. Natürlich verrückt, diese wahnsinnig vielen Menschen zu sehen, die auch auf der Straße einfach mal schlicht ihr ganzes Leben abwickeln, also vom Mini-Einzelhandel bis zu Geschäften, Computer, Grafikentwürfe, alles passiert auf der Straße, weil es einfach verdammt scheiße heiß ist hier. Und noch dazu die beginnende Regenzeit. Das heißt, man trieft sozusagen, wenn man in irgendeinem geschlossenen Raum ist und ein kleines Lüftchen, was hier durch den großen Congo River, der so riesig ist wie der Amazonas, immer mal so reinweht in die Stadt. Anders würde man das gar nicht aushalten. Ja, jedenfalls da durchgefahren zu einem kleinen Nationalpark, den es hier irgendwo am Rande der Stadt gibt. Und das ist dann so eine Art Leftover der Landschaft, die Kinshasa mal umgeben hat, nämlich Savanne mit all dem, was man sich darunter so stereotyp vorstellt. Ja, also Löwen, Zebras, Nashörner gar und Gnus und Antilopen und so weiter. Und die konnte man dann tatsächlich auch dort sehen. Ich hatte aber immer so ein bisschen den Eindruck, dass, also gerade wenn es so um gefährliche Tiere ging wie Löwen oder Krokodile, dann waren die gern auch mal eingezäunt. Das war wie so eine Art Riesenzoo-Projekt irgendwie, offenbar. Making Nature. Aber das hat ja bei Vögeln dann immer nicht viel zu sagen. Die finden es ja dann trotzdem geil, wenn es so unzerstörte Landschaft gibt und dann vielleicht sogar noch einen künstlich angelegten See und hier noch eine kleine Flussumleitung und so weiter. Und dann konnte ich also tatsächlich mal an so einem kleinen Flüsschen so ein bisschen langlaufen und innerhalb von 10 Minuten 60 Vogelarten sehen, was man bei uns in einem Tag also kaum zustande kriegt. Und dort, wie gesagt, in 10 Minuten Wald versus Fluss. Und als krönender Abschluss gab es dann so eine kleine Gruppe von Kronenkranichen, die dort am Flussufer im Gras rumwarteten und mich so ein bisschen neugierig angucken, was ich da jetzt wohl zu suchen hätte als altes Weißbrot. Bin sowieso ja einer der ganz wenigen Weißen in dieser Riesenstadt. Aber für mich war damit der Tag natürlich total rund und außerdem auch mal wieder frische Luft, weil die Stadt selber hier ist ganz schön stinkig. Kronenkranich ist eigentlich ein bisschen ungenau, weil es gibt zwei Arten, einmal den Schwarzhals- und den Grauhals-Kronenkranich, die sich so ein bisschen den Süden und den, sagen wir mal, die Subsahara-Gebiete teilen. Und der Grauhals-Kronenkranich wird deshalb auch als südafrikanischer Kronenkranich bezeichnet. Und der genau kommt hier in der Demokratischen Republik Kongo auch vor, bis zum Tanganyika, also bis zum zentralafrikanischen Graben. Ja, und dieser Kronenkranich so schön er ist und uns vielleicht auch an die Flamingos von der letzten Woche erinnert, als quasi gemaltes Model hier rumstehend in seinem grauen und schwarzen Gefieder mit schönem Weiß an den Flügeln und diesem verrückten Orange-Iro auf dem Kopf und sogar das Staatswappen von Uganda ziert, ist er doch ganz schön selten. Also so wie er da heute friedlich rumstand, gibt es gar nicht mehr so viele Gegenden. In Uganda selbst zum Beispiel, da gibt es ihn gar nicht mehr. Denn diese feuchten Wiesen, die er braucht am Rande der Savannen,
die sind rar geworden, kultiviert nämlich. Und deshalb eher selten. Umso mehr ein verrücktes Erlebnis nach diesem Stadtlärm in der sauberen Luft dieses zoonaturähnlichen Nationalparks, dann in dem da Tor zur Wildnis sozusagen dann tatsächlich auch mal so wahrscheinlich die allerschönsten Vögel des afrikanischen Kontinents sehen zu können. Irre gut. Aber da flogen dann auch schon wieder Graupapageien drüber und dann war ich auch gleich wieder abgelenkt. Hier nahe Kinshasa hatte ich das jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber ich vermute, hier werden sowieso nicht so wahnsinnig viele Vögel beobachtet. Weil Leute haben anders zu tun, um zu überleben. Denn es ist schon auch krass arm, das ganze Setting. Was aber nicht heißt, dass hier die ganze Stadt nicht etwa brummte. Und zwar nicht nur im akustischen Sinne, sondern auch im kulturellen Sinne. Also alle 30 Meter gefühlt ein Musikkonzert und Ausstellung. Und wenn Sie ein bisschen mehr über dieses Setting wissen wollen, dann schalten Sie doch einfach am Freitag ab 18 Uhr Kinshasa-Zeit, das ist glaube ich bei uns dann 19 Uhr, mal das Radio ein, was auf Lab Contempo gehostet ist. Also Lab Contempo ist dieses Art Collective und da dreht sich es in diesem Jahr um Kinshonsi. Kinshonsi ist so ein bisschen wie das, die geheime Absprache oder so ein Palaver mit einem Ziel unter Freunden eine Strategie auszumachen, um zu intervenieren. Denn Kunst ist hier in Kinshasa politisch und das lohnt sich, da mal reinzuhören. Für die Korax-Hörerinnen und Hörer vielleicht am Sonntag Freispiel, 20 Uhr. Ja, so far. Und Vögel gibt es hier die Menge, also ich kann noch ein bisschen. Machen wir nächste Woche, wa? Machen Sie es gut. Vogel der Woche.